Wir haben das Paradies gesucht und es hier gefunden, in Raja Ampat, ein Ort, wo sich Kalksteinfelsen aus kristallklarem Wasser erheben und Korallenriffe in lebendigen Farben erstrahlen. Wir können immer noch nicht glauben, was wir hier erleben durften und dass außer uns niemand hier war. In 10 Tagen mit dem Seekajak durch Misol durften wir nicht nur die atemberaubende Landschaft erleben, sondern auch traumhafte Quallen sehen, die Herzlichkeit der Menschen erleben und einsame Strände sehen. Not your fault, I feel this way. Senseless. Aber fangen wir doch von vorne an. Um 5 Uhr morgens klingelt unser Wecker, denn wir besuchen den lokalen Fischermarkt in Sorong. Die Einheimischen sind sehr überrascht, uns hier zu sehen, denn eigentlich kommen hier eher selten Touristen hin. Begeistert wird uns der Fang des Tages für ein Foto gezeigt und jeder winkt uns fröhlich zu. Wir fühlen uns hier absolut willkommen. Am Abend wird unser Gepäck abgeholt und auf die Fähre gebracht, denn über Nacht fahren wir nach Misol. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit der ganzen Gruppe am Hafen erleben wir einen traumhaften Sonnenuntergang. Als wir dann auch zur Fähre möchten, fängt es plötzlich heftig an zu regnen. In strömenden Regen hüpfen wir auf die Fähre und suchen im Gewusel unsere Kabine und unser Gepäck. Hallo. Unser Gepäck ist da. Wir sind jetzt auf der Fähre angekommen. Hier unten kann man noch zugucken, wie alles eingeladen wird auf die Insel. Und das wird unser Schlafgemach. Nachdem alle Waren auf der Fähre verstaut wurden, verabschieden sich alle Passagiere und es geht los. Am nächsten Morgen kommen wir im verregneten Yellow an, einem kleinen Dorf mitten in Misol. Trotz des Regenwetters wird die Fähre von den Dorfbewohnern sehnsüchtig erwartet. Nur einmal pro Woche kommt hier das große Schiff vorbei, nicht nur um Menschen, sondern auch Waren zu bringen und abzuholen und ist somit die einzige Verbindung zum Festland. Bevor wir das Schiff endlich verlassen und uns ins Getummel stürzen, frühstücken wir mit Aussicht auf das Geschehen im Dorf. Schon hier stellen wir fest, wie anders das Leben hier ist als unser eigenes. Das Leben hier spielt sich fast nur auf dem Wasser ab und viele für uns selbstverständliche Dinge gibt es hier nicht. Trotzdem wirken die Menschen hier nicht weniger glücklich. Wir treffen uns mit Safran, der uns durch sein Dorf führt und zeigt uns, wo er früher zur Schule ging. Auch hier begegnen uns die Menschen sehr freundlich und sind genauso neugierig auf uns, wie wir auf sie. Nach dem Spaziergang durch Yellow geht es weiter mit dem Schnellboot zum ersten Homestay. Auf der Fahrt reißt auch endlich der Himmel auf. Wir können kaum erwarten, was wir die nächsten Tage alles erleben dürfen. Schon auf der Fahrt bekommen wir einen ersten Eindruck von Misol. Durch türkises Wasser und Blick auf unzählige kleine Inseln fahren wir nach Panum, ein kleines einsames Paradies. Die kleine Insel ist im Besitz einer Familie. Es gibt ein Homestay mit ein paar Hütten, der Rest ist Natur. Hier werden wir die ersten 2 Nächte bleiben. Na, was sagst du? Schön. Cool, mit Meeresblick. Nach einer frisch gepflegten Kokosnuss als Stärkung machen wir uns auf den Weg in die Christmas Tree Lagoon, um endlich das erste Mal auf die Kajaks zu steigen. Wir sind überwältigt von der einmaligen Landschaft. Noch nie haben wir etwas Vergleichbares gesehen. Doch dann lassen wir die Drohne steigen und können überhaupt nicht fassen, wie paradiesisch alles aus der Luft aussieht.
Doch nicht nur über Wasser ist die Landschaft einfach nur ein Traum. Auch beim Schnorcheln entdecken wir eine wunderschöne Welt unter Wasser mit ihren Bewohnern. Ein Clownfisch ist immer ein schönes Motiv. Wir können aber auch beobachten, wie ein Fischschutz in den Tentakeln einer Qualle sucht, gegen die er resistent ist, andere Fische aber nicht. Bei traumhaftem Abendlicht fahren wir mit dem Boot zurück an unser Homestay, wo wir das schöne Licht für ein paar Aufnahmen der Insel nutzen möchten. Aus der Luft erkennen wir erst, wie groß oder besser gesagt, wie klein unsere Insel wirklich ist. Am nächsten Morgen senden wir die Drohne zu einer umliegenden Inselgruppe, die erst sichtbar wird, als die Drohne durch die Wolken fliegt. Wieder sind wir einfach nur begeistert, wie die Landschaft aus der Luft aussieht. Unsere zweite Nacht hier in dem wunderschönen Homestay ist jetzt vorbei. Jetzt geht's weiter. Heute Nacht wird gecampt. Und jetzt geht's erstmal schnorcheln, wieder ein bisschen kajaken. Mal schauen, was uns heute erwartet. Während unsere Guides alles aufbauen, haben wir Zeit, die Gegend mit dem SUP und beim Schnorcheln zu erkunden. Wieder sind wir hier die Einzigen. Weit und breit gibt es keine anderen Touristen. Als es hieß, wir campen, war uns noch nicht klar, was für ein gemütliches Lager unsere Guides aufbauen werden. Nachtcampen heißt aber nicht, dass wir auf Luxus verzichten müssen. Unser Guide hat sogar extra aus Schweden eine Trenntoilette mitgebracht und die haben jetzt die Guides hier schnell mal aufgebaut und so können wir hier sogar gemütlich aufs Klo gehen. Abendessen gibt es frischen, gegrillten Fisch, den wir gemeinsam genießen, bevor wir uns in unsere Zelte verabschieden. Teach my soul to sing your song. Heute ist Tag 4 unseres Kajakabenteuers auf Ratche Ampat. Wir haben hier auf einer ganz kleinen Insel gezeltet. Es war ziemlich stickig und warm heute Nacht, aber jetzt mit der Brise geht's wieder. Der Plan für heute ist, dass wir ein bisschen rumkajaken und zum richtig schönen Schnorchelplatz fahren. Und da freuen wir uns schon richtig drauf, schöne Unterwasseraufnahmen zu machen. Even when my eyes can't see. When I can't seem to carry on. I know your hand is guiding me. I know your hand is guiding me.
valley I may walk. Zurzeit sind die Gezeiten hier sehr stark, weshalb wir nur während der Flut paddeln können. Während der Ebbe ist das Wasser zu flach und so machen wir eine lange Mittagspause auf einer weiteren einsamen Insel. Gelang erklärt uns, wo wir am besten schnorcheln können und so vergeht die Zeit mal wieder viel zu schnell. I'm at the end, and I don't know what I believe. Als das Wasser wieder hoch genug ist, packen wir unsere Kajaks und paddeln durch die faszinierenden Kalksteinfelsen zurück zu unserem Camp. Auf dem Weg paddeln wir durch kleine Lagunen, für die das Wasser vorher zu niedrig stand, und wir haben das Gefühl, die Landschaft wird jeden Tag noch ein bisschen schöner. Zu Sonnenuntergang paddeln wir nur zu zweit zu den Castle Rocks, einem unfassbar schönen Steingebilde um die Ecke unseres Camps, um die Schönheit hier festzuhalten. Am Abend wartet noch eine Überraschung auf uns. Als es dunkel ist, werden drei Kajaks mit Lampen ausgestattet, die dann über das Riff und durch eine Höhle paddeln. Wir fahren mit dem Boot nebenher und erleben eine wunderschöne Lichtershow. Am nächsten Morgen werden wir vom Duft von Schokolade geweckt. Gillan backt in einem Omja Brownies für uns zum Frühstück. Auch wenn wir unseren schwedischen Gasofen beim Vanlife sehr lieben, ist Raja Ampa der letzte Ort, an welchen wir einen erwartet hätten. Nach dem Frühstück verlassen wir leider unser geliebtes Camp auf der einsamen Insel. Doch das nächste Abenteuer wartet schon auf uns. Sunglasses and the Atlas, we can prove we're smarter than a phone. Let's go where there's no reception. Zuerst besuchen wir die Fledermäuse mit den Kajaks in einer Höhle. Mit dem Boot geht es weiter und wir klettern über die Felsen einer anderen Insel bis zu einem Quallensee. Ein bisschen fühlt es sich an, als würden wir durch das Weltall tauchen. Die Quallen sind für uns ungefährlich, aber wir müssen einige Regeln beachten, um die Quallen nicht zu schaden. Zum Beispiel dürfen wir Sonnencreme und Antimückenspray vor dem Besuch nicht auftragen. Am Nachmittag ziehen wir in das Homestay für die nächsten drei Nächte, nach Yapap, das auf dem Wasser gebaut ist und jedes Luxusresort auf den Malediven in den Schatten stellt. Die Hütten sind zwar sehr einfach gehalten, aber Luxus heißt für uns, diese traumhafte Kulisse in Einsamkeit und so ursprünglich wie möglich zu genießen. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Nach Sonnenuntergang kommt eine Gruppe Delfine beim Jagen direkt zu uns. Es ist einfach unbeschreiblich schön, diese Geschöpfe aus der Nähe zu beobachten und zu sehen, wie sie den Fischen hinterherjagen. We can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm. Nach dem gemeinsamen Abendessen geht es aber auch schon ins Bett, denn am nächsten Morgen möchten wir früh den Sonnenaufgang fotografieren. The sky is so pretty right now. I wonder if you're.
pretty eyes to see it. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks, I could drive away, and you could find another victim. It's not your fault I feel this way. Senseless, with no direction. Nach so vielen Tagen auf dem Wasser machen wir uns heute auf den Weg, um auf einen Berg zu wandern und von dort aus eine schöne Aussicht zu haben. Das Besondere an der Wanderung ist, dass wir von dort einen Blick auf eine Lagune haben, die geformt ist wie ein Herz. Plötzlich entdeckt Matthias von oben sogar eine Seekuh und unsere Guides sind völlig aus dem Häuschen, denn dieses besondere Tier haben sie hier noch nie gesehen. Da es hier auch unter Wasser sehr schön sein soll, erfrischen wir uns nach der Wanderung im Wasser beim Schnorcheln. Moosman, einer unserer Guides, der ursprünglich hier aus der Gegend kommt, zeigt uns, wie hier Hummer gefangen werden, lässt ihn aber wieder frei. Als sich ein weiterer Tag im Paradies dem Ende zuneigt, fahren wir zurück zum Homestay und machen bei schönstem Licht ein paar Aufnahmen. Als die Drohne die Landschaft von oben zeigt, sehen die Inselgruppen so aus, als würden sie die Weltkarte nachbilden. Where do you go when your hopes are falling from the windows? Where do you go when it feels like you'll never be enough? Wir fahren jetzt wieder mit dem Boot raus und springen dann auf die Kajaks. Und heute Mittag besuchen wir dann eine Schule. Der Nick, unser Guide, hat ein paar Schulbücher gekauft und wir wollen sie an die Schüler verteilen. Also sind Schulbücher Indonesisch, Englisch, dass die Kinder hier ein bisschen Englisch lernen und sind schon sehr gespannt, wie es dort aussieht. It's all you trust. Right now, how you jump the gun. Like the last time that you chose it, just you. Calling now, how can you light the spark? Auch heute toppt die Landschaft nochmal alles, was wir bisher gesehen haben. Dass das überhaupt möglich ist? Die Felsen sind aufgebaut wie ein kleines Labyrinth und hier zu paddeln macht einfach unheimlich viel Spaß. Doch das größte Highlight steht uns noch bevor. Wir kommen vorbei an uralten Höhlenmalereien, die noch aus der Zeit der Aborigines stammen, als Papua noch Teil Australiens war. Zum Mittagessen fahren wir nach Usaha Jaya. Neugierig kommen die ersten Kinder schon auf uns zu und begleiten uns dann zur Schule, wo wir die Schulbücher abgeben und beim Englischunterricht zuschauen dürfen.
that you chose. It chose you. You chose you. Yeah, yeah. Nach einem Spaziergang im Dorf fahren wir weiter und steigen auf den Puncak Dapunlol, einem Berg, von welchem wir wieder eine tolle Aussicht haben. Dann bricht auch schon die letzte Nacht in Yapap an. Auch wenn der Abschied wirklich schwer fällt, freuen wir uns auf das nächste Abenteuer. Morgen geht es in den Dschungel, wo wir sogar über Nacht bleiben werden. Stuck in this pattern where every little thing matters too much. I can see the stains of all the careless words. I say them 'cause they hurt. Nicht nur die Landschaft, sondern vor allem die Geräuschkulisse im Dschungel ist nochmal etwas ganz Besonderes. Der Fluss ist glasklar, was ihm auch seinen Namen gibt, Clear River. Im Dschungel bauen wir uns wieder ein Camp auf und wir können es gar nicht erwarten, mit den Geräuschen des Dschungels einzuschlafen. They stole your heart when we were young. You had big dreams to be a fashion queen. Am nächsten Morgen geht es leider schon wieder raus aus dem Dschungel und in das nächste Dorf nach Tomolol. Auch hier begegnen uns die Dorfbewohner wieder mit Offenheit und Neugierde und die Kinder möchten gar nicht mehr von unserer Seite weichen. Most of all, I pray your heart has found its way to fly. 'Cause we're just kids staying young until we die. Am Nachmittag werden wir zum nächsten Highlight gebracht. Wir fahren durch den wunderschönen Fjord Goa Keramat zur gleichnamigen Höhle. Die uralte Tropfsteinhöhle ist das Zuhause zahlreicher Fledermäuse und so gewaltig, dass sie in Europa sicherlich ein ganz beliebtes Touristenziel wäre. Hier aber sind wir wieder mal die Einzigen, die das Naturwunder bestaunen. Has found its way to fly. So we're just kids staying young until we die. Wie war's? Ja, richtig cool. Hätte man auch nicht jeden Tag zu sehen. Vor allem ohne andere Besucher. Schon geil.
Nachdem wir die erste Höhle zu Fuß erkundet haben, steigen wir auf die Kajaks, um durch die Nachbarhöhle zu paddeln. Ganz ehrfürchtig paddeln wir durch diese heilige Stätte und sind überwältigt von diesem Erlebnis. Mit der Abendsonne geht es dann zu unserem letzten Homestay der Tour. Auf der zweistündigen Fahrt haben wir Zeit zu reflektieren, was wir in den letzten Tagen alles erleben durften. Morgen im Paradies ist angebrochen. Schon heute Abend nehmen wir die Fähre von Yellow zurück nach Sorong. Den Tag nutzen wir, um Yellow vom Wasser aus zu besuchen. Die Dorfbewohner sehen uns schon von Weitem auf sie zupaddeln. Und so werden wir schon erwartet und freudig begrüßt. Es kommt wohl nicht sehr häufig vor, dass das Dorf von Touristen mit den Kajaks besucht wird. Zum Abschluss einer grandiosen Reise fahren wir nochmal zum Jellyfish Lake. Uns allen hat es hier so gut gefallen, dass wir es unbedingt nochmal sehen wollten. Und somit ist das der perfekte Abschluss unserer Reise. Essen wir ein letztes Mal gemeinsam zu Abend im Haus von Safrans Familie. Dann kommt auch schon die Fähre. Der Abschied von unseren Tourguides fällt uns allen nicht leicht. In den 10 Tagen sind wir alle ganz schön zusammengewachsen. Die Reise wird uns noch lange in Erinnerung bleiben und hat unseren Horizont wieder ein Stück erweitert. Dankbarkeit und Demut begleiten uns auf den Weg nach Hause und wir wissen, dass wir irgendwann wiederkommen möchten.